Ich muss mal in den Ressourcen schauen. Ich glaube, ich kann dir eine machen. Aber die gehen so schnell kaputt ohne Scheiß. Und wir brauchen Aber jedes dafür bauen Mal sie auch sehr wieder viel eine schneller aus. Metallbahn. Ist halt so eine Sache. Ja, mir wurscht. Kann auch noch ohne leben. Hab gerade ein Schwein geschlachtet. Gibt Abendessen jetzt. Abendessen um Okay. 11 Uhr. Ich drück gerade keine Tasten und mein Typ läuft einfach. Das hatte ich auch schon. Okay. Ungefähr so, nur noch knapper bin ich bei dem anderen durchgehuscht. Dachte mir auch gerade. What the fuck, was war das? So. Muss mich einfach in jedem Stockwerk neu orientieren, ob ich jetzt nach links oder rechts wegen der Treppe laufen muss. Ja, da müssen wir vielleicht echt noch ein bisschen was machen. Oder auch nicht. So. Okay, dann nicht. Oh, die habe ich aber weit auseinandergesetzt. Na ja, egal. LOL. Nein, ich habe keine Wände mehr. Boah, der hat das Server gerade Seit geleckt. wann kann man den Hide auf 120 stacken? Vielleicht haben sie es neu gemacht, weil man so viel Hide kriegt irgendwann. LOL, stimmt ja, Ja, man kann cool. jetzt Sachen über 100 stacken. Das ist Bei nett. Hide ist es jetzt auf jeden Fall so. Ich dachte mir gerade so, das eine 96, das andere 124. What the fuck? Ich habe einfach nur aufgestackt, ich habe das gar nicht gemerkt. Also es sind gerade 12 Fleisch im Feuer noch. Oh, warte, ich habe auch noch 6. Perfekt. Bin ich dir gerade mal auf den Hut gesprungen? Haben wir uns kurz geküsst auf der Treppe, ja. Oh ja, das fand ich sehr erotisch. Mein Fötzchen trieft schon vor lauter Wasser. So geil war der Kuss. auch da. So, Das finde ich schön, Dani, das freut du mich. brauchst Stein, ne? Och, Demnächst. ja. Paar Fences. Wie viele Fences hast du noch? Panzer-Fences. Ich bin gerade bei 4, habe ich dann, wenn ich fertig bin mit Craften. Und dann gehen mir auch die Steinmauern aus. Also. Ich meine, ich stelle mal. Ah, da habe ich noch 5. Ah, ja. Die Pest. Oh Gott, Alter, ich dachte, hinter mir wäre ein Dilo, der mich angreift, aber es war ein Pteranodon. Ja, je Hätte ich nachdem, wie Umbala diese nochmal angegriffen. Giftfallen funktionieren, könnte man da eventuell schöne Sachen mitmachen. Das stimmt. Beispielsweise bräuchte dann ein Jo Schneider nicht immer vor den T-Rexen flüchten, sondern lockt die T-Rex einfach in die Ja. Falle und dann zack. Um. Das wäre cool, Alter. Dann kriegen wir vielleicht das mit der Brutmutter irgendwann mal hin, tatsächlich. Ehrlich gesagt Das möchte wäre ich schon gar der nicht gegen die Gipfel. kämpfen. Auch Die ist so wieder stark. Wir haben so viele Ideen, Jo, und so viel noch zu machen. Ich bin gespannt, wo es uns hintreibt, ja. ich auch, aber es geht ja tatsächlich voran. Also so Aktuell abwegig laufen ist wir es die ja alles ersten gar Folgen nicht. auf diesem Server. Das Da stimmt. hätten wir. Oh, Scheiße, greifst du mich an? Nee. Da hätten wir ja niemals gedacht, dass wir sowas aufbauen. Halt ernsthaft Das, nicht. Ein ich paar mehr habe mir. Zuschauer wären da Ich nett, glaube, ne? gestern oder vorgestern kam die Folge raus, wo wir die erste Foundation da gebaut haben und uns so gedacht haben, eigentlich wäre da so ein Turmhaus ganz cool, oder? Ja, Okay, und jetzt schau wollen dir wir mal den das machen Kasten oder an, ey. wollen wir es nicht machen?
Alter, blauer Drop genau vor der Haustür. Blauer Drop genau vor der Haustür. Ach, jetzt ist die kaputt gegangen. Oh ja, stimmt. Ja, gut, können wir gleich holen. Vier. Server antwortet gerade wieder super schnell. Ja. Ui, die haben ja ein bisschen weit reingebaut. Also ich denke, ich fahre jetzt noch so lange, bis mein Hunger wieder weg ist, dann esse ich noch was und dann höre ich auf heute. Egal. Ja, okay. Ja, einige Mauern sind mir leider etwas missglückt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Kommt drauf an, was missglückt ist. Ich meine, jetzt vorhin, was ich gesehen habe, sah ja alles top aus. Wie gesagt, wenn da ein Spalt dazwischen ist, ist halt so. War früher auch so. Nichts allzu Schlimmes. Nichts, wo man durchkommt. Damals im Mittelalter, ja. 1982. 1912 wäre schon ziemlich spät für Mittelalter. Als sie mit dem Mauerbau begonnen haben. Im Mauerbau anfangen. Also 45 war der Krieg zu Ende, dann die ganzen Verträge und sowas. Ich glaube 48 oder 49. Ja, stell mich nur als Idioten hin. Mach ich doch gar nicht. Vielleicht bildet das unsere Zuschauerschaft. Da kommt die Mutti ins Zimmer und dann heißt es, oh, die Mauer wurde da und da gebaut, ja. Und ja, dies und das. Der ist aber intelligent, den musst du unbedingt abonnieren. Oh. Gefällt mir, dass du solche Videos schaust. Okay, finde ich doch gut. Mach weiter. So, ich tu mal immer. Willst du das ganze Klambre jetzt in die Hand haben oder soll ich das in die Kiste? Ich würde kurz den blauen Airdrop holen. Ja, das mache ich jetzt. Achso, ja, dann gib's mir in die Hand. Gib's dir in die Hand. Und zwar 28 Stein, 100 Stein, 100 Stein. Ich hab nicht genug Holz. Ohne Scheiß, man weiß gar nicht mehr, was man farmen soll. Soll ich Holz farmen? Nein, soll ich schnell farmen? Nein. Ich bin so langsam. Ich muss jetzt erstmal die 6 Wooden-Dinger noch loswerden, die ich hab. Nur an 6. Alter, das sieht so geil aus, ehrlich gesagt. Ja, das sieht echt so geil aus. Zwei oder drei, machen wir die 2 oder 3 hoch? 1000. 1000? Ja. Ist aber hoch. Brauchen wir irgendwann Flugdienst? Ja, sicher, sicher, ne? Da haben die meisten gar keinen Bock mehr hochzufliegen. Und dann Dach drüber. Stimmt, man kann ein Dach bauen, Alter. Mhm. Nee, ich würde sie... ja, wir schauen halt mal. Wenn es bei 2 Kacke ausschaut, machen wir 3. Also ich wäre eigentlich rein spontan wäre ich für 3, aber ich bin jetzt erstmal dafür, dass wir die Mauer einfach komplett mal rumsetzen. Jo. Dann schauen wir weiter. Boah, da geht's ja runter, ey. Das vergesse ich jedes Mal. Es ist beim auf T-Seite. Oh, beim T-Kreuz ist auf T-Seite auch ein Job. Stimmt, aber der ist recht weit weg. Lol. Hm? Blueprint Metal Pick. Hm. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aber ja, ja gut. Dann kannst du es gleich machen, wenn du die Ressourcen da hast. Jetzt baue ich erstmal hier den Zaun. Ich gehe mal zum anderen blauen Job noch, weil ich habe ja eh gerade nichts im Inventar. Jojo, ich farm Holz. Also nichts Wichtiges. Hol ich das. Regen. Diesen. Ein Ei! Ein Ei! Ein Ei? Zum ersten Mal auf dem Server sehe ich ein Ei. Und es ist ein Brotto-Ei. Scheiße, wenn ich das Brotto. Fuck. Ja, es gibt Dino-Eier in diesem Spiel. Ja, ja. Aber das ist das erste Mal, wo ich ein Ei überhaupt sehe. Ja, ich habe auch noch nie eins gesehen. Wenn ich das mitnehme, dann greifen mich die Brontos an. Ja, dann nimm's mit und renn. Okay. Ich will das Ei aussehen. Bronto-Eck. Toll.
Also das sind so viele Brunnen auf einmal. Fuck. Renn einfach, die Dinger sind langsam, aber renn nicht in unsere Hütte, gell? Ich hoffe einfach, die sehen es nicht. Also bisher greift mich niemand an. Nee. Und hier sind drei, gut. Zwei blaue Drops habe ich noch gesehen. Oh oh. Und was oh, macht man? Fuck, 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 schwimm, 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 schwimm. Greifen die doch an? Oh Gott, hat so einen langen Hals. Oh Gott. Schwimm bitte jetzt zum Ufer, Alter. Und lauf um dein Leben. Und lauf definitiv um dein Leben. Gott sei Dank habe ich damit zum Ei, Alter. Ich weiß nicht, was das Ei kann. Ich glaube, man kocht. Ich lasse es, glaube ich, fallen, Alter. Weil das. Nein. Alter, weißt du, wie der mir hinterher rennt? Wenn ich die Klippe hochschaffe, wenn ich die Klippe hochschaffe. Das wird nix. Nicht, dass der dann unsere Hütte angreift. Ja, der schafft es aber nicht, die Klippe so schnell hoch. Kann sein, dass ich ihn jetzt abgehängt habe. Komm, bitte, bitte sei nicht so groß, dass du die Klippe hochkommst. Ich muss mich kurz erholen. Ich muss mich kurz erholen wegen dem Stamina. Und ich habe ihn abgehängt. Ich habe ihn abgehängt. Ist aber gut. Glaube ich. Kann natürlich sein, dass er mich über die halbe Map verfolgt. Siehst du ihn stehen da hinten? Ich sehe gar nichts. Ja, ich sehe ihn. Oh, der sieht pisst aus. Und der kommt. Ist nicht dein Ernst. Doch. Über die Klippe. Nee, er kommt die Klippe nicht hoch. Gott sei Dank. Weil das war, da bin ich eben diesen, schnell mal rübergegangen und fertig. Ja. Es hat den Definite Trigger Range, ey, das ist ja der Hammer. Ja, ich tue das einmal schnell in die Box. Ich weiß aber nicht, ob das despawnt. Es spoilt, aber erst in 7 Tagen. Was macht man denn damit dann? Da kann man irgendwie Suppe draus machen oder so. Und dafür habe ich jetzt eine Fronte verfolgt, Alter. Ohne Scheiß. Der übrigens immer noch pisst ist, glaube ich. Ja, aber der, solange der da nicht hochkommt, ist ja alles okay. Das stimmt. Kann er von mir aus machen, was er will, dann kann ich ihn mit Pfeilen beschießen. Dann hast du erst das Baby geklaut und dann die Mama umgenietet. Du bist mir ja einer. Ich bin ein Held, ja. So kann man es auch sagen. So. Ein Held. Irgendwann steht er ein Held im Erdbeerfeld. Der steht für immer noch da, ne? Ja, ich hab doch gesagt, ich glaube, der ist noch pissed. Ja, aber Alter, was hat denn der für eine Range? Soll ich weitergehen? Nicht, dass ihr uns irgendwann doch triggert, oder? Weiß nicht, ich wäre auch ein bisschen sauer, wenn man mir meine Kinder klaut. Kann ich nicht beurteilen, bin ja nicht Vater. Ich auch nicht, aber zumindest nicht, dass ich wüsste. Okay, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg, okay? Also wenn der Bronto an der Hütte vorbeiläuft, dann sag Bescheid. Ich glaube, er ist unübersehbar. Okay, Mike. Ich habe das Ei jetzt in unserem Haus abgelegt. Es spoilt in 7 Tagen. Wir sollten eine Suppe draus machen. Eine Bronto-Suppe. Finde ich aber auch. Jetzt sowas schon mal haben. Auch wenn es ein bisschen gemein ist. Ja, vor allem, Alter, ein Bronto-Ei. Weißt du, wie dick das war? Das war so groß wie wir. Aber ich habe noch du nie... steckst das einfach in deine Hosentasche? What the fuck? Ja, ich bin so große Eier gewohnt. Das ist aber nett von dir. So, und ja, dann googeln wir halt mal, was für eine schöne Suppe man da draus machen kann. Und dann, vor allem ist es halt realistisch, ne? Ich meine, so ein kleiner Bronto in einem Ei ist ja nicht groß oder sowas, ja. Sau lecker. Kommt einfach so ein Batzen Fleisch raus. Problem wäre halt, wenn er uns angreift. Weil dann macht er die Hütte kaputt. Und nicht nur wenig. Das wäre echt. Also, das war jetzt eine einmalige Aktion. Ich würde sowas nicht nochmal machen. Alter, das war das erste Mal, wo ich ein Ei gesehen habe in diesem Spiel. Obwohl das erst so lang zum Spoilen braucht. Krass. Krass, krass, krass. Was ein Abend. Das ist meine Axt zum 10.833. Mal gebrochen. Einen weiteren Strich auf meiner Strichliste führen. Oh Gott, ist hier eine Lücke drin. Ei, der Witzker Kapitän. Da haben wir mal wieder Glanzleistung vollbracht. Naja, egal. Das musst du nochmal bauen. Nee, muss ich nicht. Zu teuer. So, sag mir jetzt bitte nicht, dass der Bruder immer noch da steht. Ich bin jetzt ist dermaßen weit weg. Ich guck mal. Ruhe. War's für mich jetzt.
Ja, doch, der steht noch da, aber ich glaube, der ist nicht mehr Ne, der ist sauer. nicht mehr getriggert, ne? Ja. Hallo, mein Kleiner. Ja, wir haben leider dein Kind gegessen. Noch nicht. Hallo. Aber es wird uns noch schmecken. Hallo. Hallo. Boah, so nah war ich, glaube ich, noch nie an dem Brontokopf, zumindest nicht bei Tageslicht. Wenn er dich angreift, weißt du, was Hallo. los ist, ne? Wenn da jetzt steht, killt Hubert, ist er noch getriggert. So ein nettes Tier. Wenn man nicht gerade seine Kinder klaut. Ja, mein Gott, passiert. Wenn man nicht aufpasst, ne? Muss man halt besser aufpassen. Nicht immer den öffentlichen Krippen vertrauen. Nee, was mache ich gerade hier? Also da steht, eat it to gain tremendous nourishment or use it in recipes or vielleicht können wir es ins Feuer legen und er wird geblutet. Das wäre cool, Google wenn einfach man. mal. Alter, ein Ohne Scheiß, Alter. Baby-Bronto, wie cool wäre das denn bitte? Ja, ich hoffe, der Ich würde spawnt nicht im Feuer, ausflippen, Alter. glaube ich. Der ist zu ein bisschen zu groß für die Hütte. So, Stimmt, vielleicht sollten wir dann lieber ein Feuer nochmal draußen aufstellen. Im Cooking Pot. Wir sind schon Sadisten. Dinosaur Eggs. So, mal wieder nur am Googlen, ey. Can be found anywhere dinosaurs. Okay, also das Schlüpfen wird irgendwann anders noch reingepatcht, aber. Noch nicht? Okay. So, jetzt brauche ich wieder Materialien, um die Wand so weiterzusetzen. Also Triceratops, Raptor und Bronto können die droppen, glaube Okay, und die kacken Nee, das alle quasi. irgendwie. Dodos auch, Alter. Ich habe aber nur bisher habe ich nur ein Ei gesehen, also das Bronto-Ei jetzt. Das war unübersehbar, ja. Wie ein Die Haus. kacken das, ja. Zack, bumm. So, also unsere Umrandung ist fast fertig. Was? Laber, Alter, wir müssen doch da links sau weit noch. Ich bin links schon sau weit. Was? Alter, ich schau mal hoch. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, dann nicht. Das glaube ich dir jetzt nicht. Na, ich glaube dir viel, Johannes. Ja, wir kennen uns schon lange, aber das glaube ich dir jetzt nicht. So, wäre cool, wenn du mal so ein Bookshelf machen könntest für die ganzen Ah, Blaupausen. dafür ist es da. Ja. Okay, warte, dann lerne ich das mal.